Herzlich willkommen im Studio 21, heute mit einem ernsten Thema. Es war der 5. Mai 2020, als um 18.15 Uhr auf der Hauptfeuerwache in Wien ein Notruf einging. Es handelt sich um den Karl-Seitz-Hof, genauer gesagt um die Thunau-Gasse. Hier stand eine Wohnung im Vollbrand. Später entstand auch eine extreme Rauchentwicklung und mehrere Hausparteien waren eingeschlossen. Eine Frau, die Hilfe leisten wollte, eine 59-jährige Frau, wurde bei der Hilfeleistung, bei dem Versuch Hilfe zu leisten, schwer verletzt und schwebte lange in Lebensgefahr. Bei dieser Frau handelt es sich um die Gattin des Mieterbeirates, mit dem wir heute sprachen, genauso wie mit einem Bewohner des Karl-Seitz-Hofes. Bei unserem Beitrag geht es hier nicht um Schuldzuweisung, es besteht auch immerhin noch die Unschuldsvermutung, sondern es geht darum, auszuzeigen, was damit damals passierte und wie die Menschen heute und damals mit der Situation umgegangen sind. Drei Polizeiauto und fuhren in der Tunantgossen, was glaubt, den Katastrophenzug von der Rettung und fünf oder sechs Rettungsauto. Also es war dann da rundherum, war ziemlich komplett voll. Also das ist schon angespielt. Und das Ärgste war, ich rufe bei der Rettung an, ja, sage ich wegen dem Ganzen. Nein, ein Wagen ist unterwegs. So, ich habe jetzt ja schon drei Leute da unten sitzen mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung. Ja, sage ich, was tue ich mit einem Auto? Ja. Und der hat dann das mobilisiert, dass dann eigentlich erst an der Katastrophenzug und das gekommen ist, weil sonst waren wahrscheinlich nur ein oder zwei Rettungen da gestanden. Ja, und ganz oben, wo das Fenster offen ist zum Beispiel, was da noch zu dem Bau dazugehört, der hat oben stehen Sauerstoff. Also wenn das da aufgebrennt hat, füllt er die Ecken da, weil die explodiert. Jetzt ist der beim Fenster gestanden, dann da sind er beim Fenster gestanden, hinten beim Balkon sind er draußen gesessen, die sind nicht mehr rausgekommen. Das war das Arge dann, in dem Umfeld überhaupt, was dann passiert ist. Weil ein Teil der Bewohner überhaupt nicht mehr rausgekommen hat. Interessant ist aber, die meisten haben ja noch Gas. Ja, das war durch das, dass ich der Mitarbeiter bin und von der Hausstruktur das ganze kennen tue, ja, wo ich ja mit der Polizei und mit der Feuerwehr involviert. Das heißt, mit einem Brandinspektor, was da war, das ist der Oberste von der Feuerwehr und mit dem von der Polizei, die haben mich immer gehalten und haben gefragt, wie schaut das aus und das Ganze. Und dann habe ich nachher gesagt, eben wegen dem Gas, sage ich, dass wir ja noch verschiedene ältere Wohnungen haben, wo noch Gas drinnen ist, andere sind ja schon Fernwärme. Genau. Der Gasabsperrer ist in Köln. Auf diesen Lauf haben sie dann die Köln, die aufgebrochen sind, dann in Köln und haben das Gas abgesperrt. Ja? Weil die haben ja auch nicht gewusst, wo ist was oder was. Ja, das hat sich auch keiner auskennt. Und dann durch diese Wohnungszusammenlegungen hast du das Problem, dass du hast ein Top 1, ein Top 2, ein Top 3 und auf einmal hast du draußen nur Top 5, ja, und kein Vierer. Mhm. Ja? Weil das ein Einzelraum war, der noch mit der anderen Wohnung zusammengelegt worden ist und damit fällt ein Top weg. Jetzt haben wir natürlich Leute gefällt. Mhm. Ja? Und dann sind wir nachher eh drauf gekommen, dass wir alle eh beieinander haben. Wir sind im Seitz-Hof, ja, eigentlich im Donauhof, ne? Wobei der Seitz-Hof ist das Bekanntere, also man kennt es. Corona hat sehr viel überdeckt, unter anderem auch, es wird vielen nicht gewusst haben, es hat hier einen Brand gegeben und der war nicht ohne. Und bei diesem Brand ist auch eine Frau schwer verletzt worden und es ist die Gattin von Mieterbeirat hier im Donauhof. Und ja, vielleicht einmal zur Geschichte, wie ist das überhaupt zustande gekommen? Wir sind jetzt am Ort des Geschehens. Man sieht, wie es hier ausschaut. Ja. Ja, Problematik war, dass wir auch Mieter haben, die mehr oder weniger entmündigt sind oder teilentmündigt sind. Und das war so ein Mieter, der um 11 Uhr Vormittag schon auffällig war. Dann um 12 Uhr, Viertel 1, etwas angezündet hat und dann den Gang geworfen hat und am Nachmittag dann endlich hergegangen ist und dann komplett durchgedreht hat und die Wohnung angezündet hat. Ja. Und ja, laut Kriminalpolizei und Sachverständigen spricht man da nicht von einem Brand, sondern von einer Feuersbrunst. Mhm. Das ist bei uns im Gesetz das höchste Brandstufe, die es gibt. Ja.
Und, und wie dann die Wohnung schön gebrannt hat, ist in den Hof runtergegangen, hat sich auf eine Bank gesessen und hat dann zugeschaut, was da halt passiert. Ja, in der Zwischenzeit ist es auch den Mietern aufgefallen, manche konnten aus dem Haus noch flüchten, andere nicht mehr. Die haben dann drinnen um Hilfe gerufen, worauf meine Gattin Hilfeleistung stellen hat wollen, ist in dieses Stiegenhaus hinauf, hat dort Personen retten wollen und ist durch den Rettungsversuch dann selbst Opfer geworden. Deine Frau ist jetzt im Krankenhaus. Wie geht's ihr? Was kann man sagen? Was hat sie für Verletzungen davon getragen? Ja, sie hat Brandverletzungen an den Händen, an den Füßen, sowie der Rücken ist verbrannt, weil ihr Glück im Unglück war, dass sie bewusstlos geworden ist durch die Rauchgase und da ist sie auf den Kopf gefallen, wo sie eine Platzwunde davon getragen hat und ist auf Brust und Gesicht liegen geblieben und dadurch ist eigentlich nur die Rückseite betroffen, ja, und ist 10 Tage auf Brandintensiv gelegen, wo die Ärzte auch um ihr Leben gekämpft haben, ja, war nicht ganz so einfach, da sie schon auch eine Vorerkrankung hat, sie hat eine Schrumpfniere, in dem Prinzip normale Niere und die Funktion sehr reduziert hat, damit wurde sie an die Dialyse gehängt, ja, wo sie jetzt momentan auch noch ist, ja, und Tage später wurde sie dann das erste Mal groß operiert, das was von einem Vormittag bis zum späten Nachmittag gedauert hat, mit der Transplantation und mit dem ganzen Umfeld, was da gewesen ist, ja, und liegt jetzt auf chirurgisch intensiv, ja, und man hat sie aus diesem berühmten Tiefschlaf jetzt reduziert, so dass sie ansprechbar ist, aber ja, sie reagiert mit ihrem Unterbewusstsein, also sie ist nicht hundertprozentig munter, sondern sie reagiert nur auf Ansprache und das, also man merkt, sie ist schon ein bisschen da. Jetzt, der wurde verhaftet, was ich weiß, ist jetzt, nehme ich einmal an, in Untersuchungshaft. Ja. Jetzt, wobei ein bisschen die Angst nicht nur bei dir, sondern auch bei den Mietern da ist, dass sollte er wieder raus dürfen, Wiener Wohnen, kann ihm gar nicht die Wohnung verwehren, ist das richtig? Laut Information eines Mieters, der Wiener Wohnen angerufen hat und nachgefragt hat, was passiert jetzt eigentlich, ja, mit dem ganzen Umfeld, was da jetzt passiert ist, ja, war die Auskunft, ja, laut unserem Mietrechtsgesetz in Wien, ja, hat er nach wie vor Anspruch auf die Wohnung. Das heißt für die Mieter und auch für uns hier als Anbieter oder als Nachbarn, wenn er wieder rauskommt und dann schon gesehen hat, wie super das ist oder wie schön das für ihn ist, dass er das Ganze dann nochmal macht, aber dann vielleicht so, dass nicht mehr die Möglichkeit besteht, dass jemand aus dem Haus noch flüchten kann und dann man mit Toten rechnen muss. Also es ist nicht so ganz einfach, wenn man sagt, okay, aber er hat Brand gestiftet und hat mehr oder minder diesen Brand verursacht und man muss damit rechnen, dass er es wieder macht. Mhm. Und davon fürchten sich die Mieter und auch wir als Anwohner, ja, dass er uns dann mehr oder minder das ganze Haus dann abfackelt und nicht nur eine Wohnung. Mhm. Das heißt, man kann jetzt noch nicht sagen, was jetzt wirklich rauskommt, weil ja nicht mehr kann, die Verhandlung erst kommen wird. Ja. Und dann wird man sehen, und dann hängt es natürlich auch vom Gutachten eines Psychiaters, schätze ich einmal, ab, ob er dann wiederum in die Gemeinschaft gehen darf. Ja, das ist unser Hauptproblem. Also unser Wunsch wäre, ja, dass Wiener Wohnen ihm die Wohnung kündigt, ja, und er, wenn er freikommt, wirklich, ja, in ein betreutes Wohnen kommt, wo eben auch Aufsicht vorhanden ist, ja, dass so etwas nicht mehr passieren kann. Ja. Mhm. Ich will nicht jetzt unbedingt, dass er 20, 30 Jahre ins Gefängnis geht und dort was Gott was ist oder was, oder dass er in eine Sperre ansteckt kommt und dort eingesperrt wird, sondern es muss ihm auf der einen Seite zwar geholfen werden, ja, aber auf der anderen Seite darf man solche Personen nicht mehr auf die Öffentlichkeit loslassen. Ja, dass er mir jetzt wieder eine Wohnung gibt und wieder in einen Gemeindebau, ja, da sind wir alle dagegen. Und da wollen wir auch, wenn es möglich ist, auch Rechtsmittel
nehmen und auch machen. Mhm, mhm. Ich meine, verständlich, wenn die Angst sitzt dann im Nacken, weil kann man vorstellen, das war wirklich ein prägendes Erlebnis. Dich noch wesentlich mehr, weil ja deine Frau direkt betroffen ist, aber auch für die Mieter in dem Haus, wenn ich weiß, dass ich mit vielleicht knapper Not noch entkommen bin, mir das in der Nacht passiert, merkt man das vielleicht gar nicht oder wird es zu spät gemerkt, erkannt, dann hätte natürlich wesentlich schlimmer alles ausgehen können. Ich hoffe, dass man hier eine Lösung findet, vor allem eine Lösung, die für alle Beteiligten gut ist. Ich glaube auch, dass es sicherlich nicht wirklich, das ist meine persönliche Meinung, auch nicht wirklich gut ist, dass man einem Menschen, der so etwas gemacht hat, dann wirklich wiederum ohne Hilfe weiter wirken lässt. Ich glaube auch, wie du so schön sagst, in einer betreuten Einrichtung würde er wahrscheinlich sogar filmen, das wahrscheinlich sogar noch besser sein. Und ihr hättet da im Seitzhof auch wiederum eine Ruhe und eine Rechtssicherheit. Ja, es ist ja eben nicht jetzt, also bei uns hier ja, im Grau-Seitzhof der erste Fall mit so Personen. Ja. Wir haben auch bei anderen Stiegen gehabt, dass diese geistig verwirrte Frau mit einem Bajonett mal dumm gelaufen und hat geschrien, ich steche euch alle ab. Der andere hat durchgedreht, hat das Kind genommen vom dritten Stock beim Fenster rausgeworfen. Wir haben ja immer wieder Probleme, ja. Und wenn man dann auch, so, es hört sich jetzt vielleicht brutal an, dann zur Wiener Wohnung geht und dort agiert oder etwas macht, dann ja, dann dazu Unterschriften sammeln, dann kann man das in den Krieg geben, dann dauert es 1 bis 2 Jahre, bis man so keine Personen los wird. Was passiert in 1 bis 2 Jahren? Mhm. Es hört ja nicht auf, der wartet ja nicht die 2 Jahre, bis er die Deloschierung kriegt. Ja. Mhm. Dann, da müsste irgendwo Rechtsmittel möglich sein, ja, solchen Personen ja, die Möglichkeit zu verwehren, so etwas zu machen. Das heißt, da wäre der Gesetzgeber gefragt? Da ist der Gesetzgeber sehr gefragt bei diesen Sachen. Mhm. Weil es ist ja nicht nur bei uns, wahrscheinlich hier in Wien, es wird wahrscheinlich auch im Umfeld sein, absolut, es ist ja genau das Gleiche mit Personen, die teilentmündigt sind und dann wieder irgendwo in die Gemeinschaft integriert werden sollen. Ja? Mhm. Und dann aber nicht die Unterstützung bekommen, die sie bekommen sollten. Das war ja da ja auch der Fall. Weil die Sachwalterin von ihm, da hat er angerufen und gesagt, ich brauche Geld, und dann hat sie ihm wieder mal 20, 30 Euro gegeben und das war für sie erledigt. Ja? Mhm. Und laut meinen Informationen wurde diese Sachwalterin auch angesprochen, ja, auf diesen Fall, und ihre Aussage war, das geht mich nichts an, nehmen Sie einen Pflichtverteidiger und der soll das machen. Mhm. Weil wir sind nur zuständig, dass er Geld braucht und der Rest geht uns nichts an. Okay. Ja, Sachwaltschaft, made in Austria. Mhm. Zur Ehrenrettung des Seitzhofes, es ist ein wunderbarer Hof, es ist einer der schönsten Gemeindebauten an Langgrün, mit irrsinnig vielen Menschen, die hier leben, ich weiß nicht, wie viele da im Seitzhof leben, also es sind schon über 2000. Und von den über 2000 Menschen gibt es immer wieder kleine, natürlich gibt es in so einem großen Bau immer wieder Vorfälle, aber man muss sagen, im Großen und Ganzen funktioniert hier wirklich die Gemeinschaft und vor dem gehören natürlich die Leute auch geschützt. Ja, ich muss auch dem Recht geben und auch den Anwohnern hier im Grau-Seitzhof ein großes Danke und einen Lob aussprechen. Durch den Zustand des Brandes waren viele Mieter aus der Wohnung vertrieben. Ja. Und es war dann schon Abend, es war kalt, es hat zu regnen begonnen. Und ich habe die Möglichkeit, bei unserem Jugendzentrum Zutritt zu haben. Habe das dann aufgesperrt, habe die Mieter hineinlassen, sie haben sich reinsetzen können, aufwärmen. Mhm. Andere Nachbarn haben Kaffee gebracht. Vom anderen Hof ist jemand gekommen mit einem Mineralwasser. Eine andere Mieterin ist gekommen mit Wolldecken. Es ist halt, sogar die Polizei hat gesagt, so etwas wie hier an Gemeinschaft, das haben sie noch nie in Wien gesehen. Mhm. Wo einer wirklich den anderen hilft. Ja. Und wie gesagt, dass eigentlich das größte Dilemma heute ist, dass gerade meine Frau ja, Opfer dieses Brandes wurde, also dieser Feuersbrunst wurde, ja, weil ich kann diesen Namen nicht, kann ihn nur betonen, ja, weil es gibt nichts Ärgeres als das, und das hat auch der Sachverständige damals, also auch bei der Begehung festgestellt, ja, und ja,
Nachbarschaft wird hier auch noch immer groß geschrieben. Gott sei Dank. Dann möchte ich mich bei dir recht herzlich bedanken. Ich weiß, es ist nicht ohne, über solche Sachen zu sprechen. Es ist noch nicht so lange her und du bist ja immer noch damit belastet, weil ja deine Frau noch nicht bei dir ist. Und es wird noch lange dauern, bis sie wieder bei dir ist. So viel wir wissen, es geht ja, sie ist am Weg der Besserung, so wie ich hoffe. Ich möchte auch in Namen von uns, von TV21, ihr alles Gute wünschen, dass sie recht bald wieder rund da im Hof herumlaufen kann. Und bei dir wollen wir sich recht herzlich bedanken, dass du bereit warst, mit uns zu plaudern. Ich sage danke, dass ihr da wart und dass ich die Möglichkeit habe, auch meine Gedanken etwas ausbreiten zu dürfen an ein anderes Publikum, die vielleicht das gleiche Problem haben und vielleicht dann auch auf manche Sachen, die wir hier jetzt besprochen haben, vielleicht zurückgreifen können. Dann sage ich dir schon recht herzlichen Dank und wirklich alles Gute. Und ich weiß, wenn wer dich kennt, weiß, du hältst die Ohren steif. Sehr gut. Ja, wir haben jetzt eine Partei von dem Haus. Wie habt ihr das damals wahrgenommen? Das war eigentlich sehr komisch. Ich kriege um 6 immer von meiner Nachbarin, die kocht für mich. Hat um 6 oder 2 Minuten nach 6 hat es geklopft, gewartet, habe ich mein Essen gekriegt. Und setze mich hin, Spaghetti mit Spargel und Hühnerflügeln. Hab 2 Hühnerflügel gegessen, auf einmal leibt's und pumpert's. Hallo, was ist los? Alles, ne? Steht mein Nachbarn für mir, aus, schnell, es brennt. Ich habe schon Feuerwehr, alles bestätigt, alles. Bin nur zurückgegangen, habe mir meinen Schlüssel genommen, habe die Tür entspannt zugehört. Und genau, wo ich bei der Wohnungstür rausgehe, habe ich schon gesehen, den ganzen Rauch runtergekommen, man hat es auch gerochen. Ja. Ich bin ohne zu schauen einfach mit rausgegangen, habe dann gleich das, da ist er gesessen, unser Verursacher mit ganz verbrannten Haaren und alles. Also er muss durchs Feuer durchgegangen sein. Er hat sich das Herz zittert und ihm gesagt zu ihm, was hast du denn gemacht? Und er sagt, ich weiß nicht, es hat gebrannt. Mehr hat er mir nicht sagen können. Ne? Weil man halt organisiert, die Leute, die am Fenster waren, bleibt so oben, alles, also alles beruhigt, alles Ding. Dann wird die Polizei kommen und sind gleich instruiert, alles, die Feuerwehr, alles. Also es war sehr heftig, muss ich sagen. Und wie gesagt, ich habe auch gehört gehabt, dass eine Frau da oben liegt. Das habe ich dann auch gleich gesagt, der Polizei und alles. Aber was, man hat ja nicht drauf können, nichts. Also darum weiß ich nicht, wie das alles dann wirklich hochgelaufen ist innen, weil man nicht dabei war. Aber es war sehr arg, muss ich schon sagen. Wie ist denn heute jetzt, wenn man da wohnt, ist das ein Gefühl? Jetzt, na, wie gesagt, entspannt, also Angst oder was weiß ich, haben wir gar nicht. Also es hat alles, die Hausgemeinschaft hat sehr gut funktioniert, alles. Ich muss sagen, ein Lob aussprechen, wir haben eine tolle, ruhige Stirn, die Leute waren alle sehr besonnen, gefällt mir sehr gut. Jetzt dann natürlich, jetzt sind wir im Handicap mit der Geruchsbelästigung, geschweige erst der ganze Dreck. Ja, es wird sich jetzt einige Monate noch ziehen, bis das besser wird, aber ich finde, es ist... Und vor allem gut, dass schön das Wetter jetzt schön ist, und da hält man es ein bisschen mehr, als wenn es im Winter war, war das wahrscheinlich gewesen. Naja, schön. Es war um die Zeit, es war nach 6 Uhr und wir sind dann um 6:30, wie wir da alle gesessen sind, wie wir da warten haben müssen und so. Da hast du gemerkt, auf einmal, dass es saukalt wird. Dann haben sie uns dann überall die Alu-Decken ausgeteilt und alles, und dann haben sie uns das Jugendzentrum aufgesperrt und haben uns dort... Aber es hat, muss ich sagen, rundherum alles super funktioniert. Also im Winter hätte man gesagt, war schneller warm gewesen. Ja, genau. Nein, ich habe mich nur für mich, ich selber für mich habe ich mich eigentlich nur geärgert. Andererseits sage ich, vielleicht war es ja gut, dass ich es nicht gemacht habe, weil ich bin aus meiner Wohnung raus, da sind gleich neben mir die Stufen, und wenn ich aufgerannt war, genau wenn ich am Ende der Stufen war, ist gerade aus die Brandwohnung gewesen, und ich hätte wahrscheinlich aufrennen können, und wenn ich die Tür zumache, ist die Hälfte, passiert die Hälfte nicht, aber das weiß man nicht. Der erste Gedanke war, und andererseits, wenn ich sehe, was dann passiert ist, die Frau was gefunden haben und alles, und die andere was zusammengebracht hat und was man da unten dann, die war ein paar Tage im Spital, so gesehen, sage ich, war es vielleicht gar nicht so schlecht, dass ich nicht in Helden gespielt habe. Mhm. Aber irgendwie habe ich mir schon gedacht, jeder müssen schauen, ob ich was machen könnte, ob ich versuche, weil ich ja keine Informationen gehabt habe. Ich habe es nicht gemacht. Rückblickend sage ich mir, war es vielleicht eh besser, dass ich es nicht gemacht habe. Es war so ein dichter Rauch, weiß ich nicht. Und vor allem, es war eine Implosion, also nicht eine Explosion, sondern irgendwer ist noch mit dem Lift aufgefahren, und wie die Tür aufgegangen ist, ist ein Sauerstoff dazugekommen, und der Tierfahrt hat seine Frau irgendwo in der Nähe muss gewesen sein, dass es dann niedergehauen hat und ist dann irgendwie in Delirium oder was, sei Flucht, Angst, man sieht nichts, ist davon gerobt und was. Ja, es war
war halt heftig alles. Es ist, ich muss sagen, ich für meine Wohnung, ich habe eigentlich gar keinen Schaden. Weil der, ich wohne ja ein Stück tiefer, aber nicht unmittelbar über der Brandwohnung, sondern daneben. Also mich hat es gar nicht betroffen, Gott sei Dank. Aber wie gesagt, solange nicht mehr passiert ist, muss man sagen, es war Gott sei Dank relativ kämpflich. Mhm. Was auch die Ursache ist, wir wissen es nicht, wie es genau war. Oder was man so hört, ist halt ein bisschen nicht verifizierbar, weil stille Post, ich erzähle dir etwas und es kommt dann ganz was anderes raus. Mhm. Alles klar. Dann sage ich schon recht herzlichen Dank und ja, gerne. Bei der Hausgemeinschaft. Nein, ich habe eigentlich vorgenommen, wenn das alles ein bisschen erledigt ist und alle Leute da sind, dass wir sie da irgendwie zusammen machen. Ich möchte, dass man sie vielleicht unsere Hausgemeinschaft noch fördert irgendwie, dass man das noch unter uns auch bei den ganzen Mithelfer, was da waren, Hausmeister, Hausbetreuung etc. ist, dass wir sich da gemeinsam ein kleines Hoffestel machen und einfach, dass die Leute vielleicht noch ein bisschen enger zusammenrücken. Ist nicht unbedingt überall so, aber es hat. Hübsch. Wir haben halt die besten Voraussetzungen und ich denke, man kann es noch besser fördern. Genau. Finde ich ganz toll. Dann alles Gute nochmal. Gerne, danke schön. So, aber auch das ist der Karl Seitzhof da. Ihr habt einen wunderschönen Nachbarschaftsgarten. Traumhaft. Der Rosen. Und da kann man sich hersetzen, plaudern. Da kann man reingehen, da kann man sich hersetzen. Man kann da am Abend was trinken. Ja, es steht halt allen alles frei. Mhm. Nur halt mit der Beschränkung, dass ich halt noch so einen Dreck halt weg haben. Genau.